Hallo, mein lieber Schütze, und auch ein großes Hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Lieber Schütze, wir schauen uns heute deinen November 2024 an. Dein Hauptthema, dein Stolperstein, dein Rat und dein Schatten. Was siehst du nicht, solltest du aber sehen. Lieber Schütze, denk daran, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein. Ist völlig in Ordnung, nimm bitte nur das, was zu dir gehört. Liebe Schütze, falls du dich für das Thema Karma, Lebensaufgaben und Lernaufgaben interessierst, folge mir gerne auf Instagram, wenn du magst. Dort spreche ich darüber, mache auch immer wieder kostenlose Impulsanalysen. Den Link dazu findest du unten in der Infobox. Ja, liebe Schütze, dann würde ich sagen, starten wir doch mit deiner Legung. Liebe Schütze, dein November 2024, lieber Schütze, was darfst du dir zu Herzen nehmen? Wo darfst du hinschauen? Lieber Schütze, gleich zwei Karten, einmal Rückschau und Kontemplation. Du hast eine Menge erreicht in deinem Leben und vieles, auf das du stolz sein kannst. Jetzt ist der Moment gekommen, zu entscheiden, was du als nächstes tun wirst. Während du über die Vergangenheit und Gegenwart nachdenkst, wirst du Klarheit über deine göttliche Lebensaufgabe gewinnen. Lass dich nicht von konventionellem Denken ablenken. Lebe dein wahres Selbst. Wow, ah, lieber Schütze, eine unglaublich starke Karte. Es ist Zeit für Veränderung, habe ich das Gefühl. Oder es bahnt sich was an, könnte ein Vorbote sein für 2025, dass dort was Großes kommen möchte. Aber dafür brauchst du wie einen offenen Geist. Du darfst nicht dich einschränken lassen von den Erwartungen, die im Außen sind. Oder manchmal sind wir so geprägt von den Dingen, die erwartet sind, die sich so in der Gesellschaft gehören. Und da könnte eventuell eine Art Prüfung kommen, ob du dir selbst treu bleibst oder ob du der Gesellschaft nachgibst, also ob du auf etwas verzichtest, habe ich das Gefühl. Also hier November wirklich eine sehr gute Zeit, um dir wirklich auch tiefe Gedanken darüber zu machen. Warum bin ich hier im Leben? Was ist meine Berufung? Wo ist mein Herzensweg? Und dass du dort, oder wenn du schon deinen Herzensweg kennst, dass du dort wirklich eher in die innere Stärke kommst. Weil hier könnten Situationen kommen, um zu prüfen, ob du deinem Weg treu bleibst oder ob du wieder zurück zu einem Standardweg gehst. Liebe Schütze, faire Entscheidungen. Deine Engel wissen, dass du dir Sorgen machst, doch sei versichert, dass es keinen Anlass zur Sorge gibt. Lass dich nicht unterkriegen und wisse, dass der Himmel sein göttliches Licht auf die Situation leuchten lässt und alles geheilt wird. Nimm dir die Zeit, alle Einzelheiten gründlich zu überdenken. Vergebung wird allen Beteiligten Frieden bringen. Ja, hier könnte eine Entscheidung kommen und ich habe auch das Gefühl, handle nicht aus Trotz und handle auch nicht für andere. Ich habe auch das Gefühl, Thema, was du aussendest, könnte in eine Art Spiegel zu dir zurückkommen. Also es kann auch sein, dass du eine Art Spiegelmoment im November erlebst. Sei dort wirklich achtsam. Achte dich auch darauf, was dich triggert. Dort könnte eine versteckte Botschaft für dich sein. Schauen wir mal. Liebe Schütze, was kommt sonst noch? Schütze? Acht der Schwerter, ja. Ich sage immer, Acht der Schwerter ist so die Energie im goldenen Käfig sitzen, sich wie eingesperrt fühlen, obwohl man nicht eingesperrt ist. Raus aus dem Käfig. Also es kann sein, dass der November auch so ein bisschen da ist, um dir zu zeigen, hey, hier ist eine Komfortzone in deinem Leben, die dich zurückhält. Die dich zurückhält,
große Liebe zu finden, die dich zurückhält, die Liebe zu entfalten, die dich zurückhält, deine Berufung zu leben. Hier ist eine Art goldener Käfig und du steckst darin wie fest. Es kann natürlich auch gedanklich sein oder Mindset-technisch. Schauen wir mal. Achter Schwerte. Ja, Glaubenssätze, irgendeine Art von Abhängigkeiten. Abhängigkeiten von Menschen, von Verträgen, von Glaubenssätzen, von Vorstellungen, Ängsten. Hier ist eine Art unsichtbare Kette, die dich dabei abhält, dein wahres Selbst zu aktivieren oder hinauszutragen. Ja, es hält dich davon ab, es hinauszutragen. Was ist dein Stolperstein, lieber Schütze? Die Balance und dich von diesem inneren oder von diesem Fluss treiben zu lassen. Vielleicht auch zu stur an einen Weg festhalten, obwohl sich ganz viele Abzweigungen dir zeigen. Es braucht eine Art kreative Balance und auch Balance zwischen Körper, Geist und Seele. Also nicht nur alles aus dem Verstand entscheiden, sondern auch intuitiv. Es kann sein, dass du eine Botschaft, eine Nachricht nicht siehst oder nicht wahrnimmst. Oder du interpretierst sie falsch. Schau auch nicht zu sehr nach rechts und links. Also wenn du das Thema Beruf hast, sehe ich, dass einige sich so wie erstarrt sind, weil sie sich zu stark vergleichen. Die Mäßigkeit. Ja. Könnte auch um das Thema Selbstständigkeit gehen, dass dort wirklich so ein bisschen mehr Flexibilität nötig wäre. Mehr Engagement, aber mehr auch Flexibilität, auch diese Offenheit, dass du halt jetzt nicht den ganzen Weg von A bis Z kennst. Dass sich so ein bisschen, das darf ein bisschen fließen und sich so auch ergeben. Und da sehe ich einfach eine Blockade. Hier könnte auch eine Blockade bezüglich einer Person sein, dass man da einander nicht auf Augenhöhe begegnet. Jemand ist eingeschüchtert oder hat das Gefühl, zu wenig, nicht gut genug zu sein. Schauen wir mal, was kommt sonst noch, Schütze? Fünfter Kelche. Königin der Schwerter, der Wagen und zwei der Stäbe. Königin der Schwerter, Luftenergie, vielleicht hast du es mit einem Luftzeichen zu tun. Ich sehe hier auch eben Vorbote für Entscheidungen. Man hat vielleicht schon eine Art Entscheidung getroffen eigentlich. Ist vielleicht sogar losgegangen und dann mitten auf dem Weg ist man aber stehen geblieben. Hier ist eine Art stehen geblieben. Man ist vorwärts gegangen, vielleicht auch mit einer Person und plötzlich kam wie eine Art Vollbremse oder es kommt wie eine Art Vollbremse. Schauen wir mal, warum Königin der Schwerter? Der Mond. Ja, die Suche nach irgendeiner Lösung, nach irgendeiner Antwort, die Suche nach Erfolg. Ich sehe auch, dass hier eine Art Kurswechsel stattgefunden hat oder stattfindet, dass man eben so ein bisschen die Richtung ändern möchte. Vielleicht auch durch Unterstützung kann auch das Thema Reisen, Umzug sein, Krebsenergie. Da kommt der Stillstand. Ja, da sind wir wieder schon bei der Mäßigkeit. Diese fehlende... Es scheint so, als würde man zu vielleicht an etwas festhalten. An einer Vorstellung. Und das Universum hat dir aber kleine Abzweigungen mitgegeben, damit du diese nimmst, weil diese zu dir gehören, aber du möchte sie vielleicht nicht gehen oder dein Gegenüber möchte sie nicht gehen und das blockiert. Vielleicht auch plötzlich unsicher sein, will ich das wirklich? Ist das wirklich meins?
Kann ich damit Geld verdienen? Werden wir zueinander finden? Möchte ich den Kompromiss eingehen oder nicht? Was will ich überhaupt? Wir nehmen noch eine Karte. Schütze. Ja, hier kommt irgendeine Art Schlussstrich. Es kann sein, dass du eben erkennst, dass du vielleicht einen Kompromiss eingegangen bist oder vielleicht eine Abzweigung genommen hast. Und jetzt fühlst du, oha, diese Abzweigung, eigentlich wollte ich die andere nehmen. Das fühlt sich gar nicht so gut an, wie ich vielleicht dachte. Kann auch um eine Affäre gehen. Also falls du in einer Affäre bist, sehe ich hier einfach, dass es eher in Richtung Sackgasse läuft, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Auch beruflich gesehen ist es ganz wichtig, dass du deinem wahren Selbst vertraust und nicht, was sich gehört, also wie es sein soll. Geh nicht in den Weg, der sich so gehört, weil dort ist die Sackgasse. Und das bringt dir Stillstand. Also wenn du diesen Stillstand fühlst, ist es, weil du in eine Sackgasse hineingefahren bist, aber dann mach einfach den Rückwärtsgang rein, fahr zurück und nimm die nächste Abzweigung. Schauen wir mal, was ist denn der Rat? Die Kraft, sei mutig. Du darfst mutiger sein. Hab Vertrauen, sei mutig, trau dich aus dem Schatten. Der Rat. Hier sind noch irgendwelche Verstrickungen eben, die dich in diese Sackgasse, in diesen Käfig, in diese Blockade führen. Irgendwo drehst du dich im Kreis. Es ist, als würdest du immer die gleichen Entscheidungen treffen. Und wenn du ja die gleichen Entscheidungen triffst, kommt ja auch immer das gleiche Resultat. Das ist wie, wenn du 2 plus 2 machst, das gibt ja immer 4, das gibt nicht plötzlich 5. Und es kann auch sein, dass du eine Entscheidung triffst, die etwas anders verpackt ist, aber eigentlich ist es die gleiche Entscheidung. Das ist wie, wenn du 1 plus 1 plus 1 plus 1 gibt auch 4. Also 4 mal die 1 gibt ja auch das gleiche Resultat wie 2 plus 2, einfach anders verpackt oder benannt. Es kann sein, dass irgend so etwas ist, irgendein Glaubenssatz, eine Entscheidung. Oder wenn du in einer Verbindung bist, sehe ich, dass ihr immer wieder die gleiche Route fährt, immer wieder in diese Sackgasse, immer wieder in diese Sackgasse rein. Auch beruflich gesehen, ein bisschen aufpassen, dass du nicht immer die gleichen Entscheidungen triffst, weil du kommst immer wieder zurück zum Ausgangspunkt. Und das ist, weil du zu wenig nach deinem wahren Inneren gehst. Ganz, ganz wichtig. Dein wahres Inneres geht nicht den Weg der Verletzungen. Wenn dich eine Beziehung immer wieder verletzt, dann geht dein wahres Selbst nicht den Weg ins offene Messer. Sondern setzt Grenzen und geht den Weg der wahren Liebe, der Offenheit, der Wärme, der Fürsorge. Also hier wirklich ein bisschen genauer hinschauen, welcher Weg wiederholt sich, wo fahre ich immer wieder in die Sackgasse hinein. Das ist, weil irgendwo eine Abzweigung nicht genommen wird. Schauen wir mal, was ist im Schatten? Wow, aber im Schatten liegt was Großes. As der Kelche. Also im Schatten liegt Chance für ganz große Liebe, Chance für Erfolg. Nehmen wir noch eine? Aber es liegt auch der Zweifel, du zweifelst an dir, ob du überhaupt erfolgreich sein kannst oder ob die große Liebe überhaupt existiert. Es existiert. Weil sonst wird auch Ass der Kelche nicht da liegen. Es liegt schon für dich bereit, aber nicht bei diesem Weg, der in die Sackgasse führt. Sondern beim anderen Weg. Also erkenne die Verstrickungen. Verstrickungen von Gewohnheiten, Glaubenssätzen, Menschen. Frag dich auch immer, wie entscheidest du über dein Leben? Ist es immer das Gleiche? Dort ist das Ass der Kelche nämlich nichts. Ass der Kelche ist wie bei dieser Abzeigung, bei diesem Mittelweg, bei diesem anderen kreativen Weg, der gegangen wird auch aus der Intuition heraus, aus der Herzensenergie, also wirklich aus deinem Inneren, nicht aus dem Weg,
auf dem Weg der Erwartungen der anderen, hier ganz, ganz wichtig, hinzuschauen, lieber Schütze. Ja, mein lieber Schütze, das waren die Karten. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Lass ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.